hast mich nach dem Thema Altern gefragt. Kein leichtes Thema. Ne? Gibt es ja diese schöne Aussage, nur wer Mut hat, ne? Oder wer, ja. Altern ist nichts für Feiglinge. Für Feiglinge, genau. Ja, als Feigling habe ich mich auch nie gesehen, weil ich bin eher der Mensch, der den Feind ins Auge schaut. Ne? Also es war so meine Grundthese im Leben. Nicht zurückgehen, sondern lieber einen Schritt nach vorne dem Feind ins Auge schauen, habe ich es immer genannt. Ja, das Thema Altern, natürlich als Frau ein spezielles nochmal in der Gesellschaft. Das geschieht nicht langsam, weil ich habe ganz, ganz lange das Thema Altern überhaupt nicht gespürt. Da haben schon alle um mich herum immer irgendwie so Geschichten erzählt, ja, was meinen denn die? Das kenne ich gar nicht. Und das trat, ich glaube, als ich 71 wurde, auf einmal in mein Leben ein. Auf einmal fing es an, dass ich die Uhr ticken hörte, so ungefähr. Das heißt, ich wurde wach. Ich kann dir gar nicht sagen, wodurch, kein besonderes Erleben. Es war auf einmal da. Und mit dem Thema in mir Dasein stellte ich im Außen auch fest, dass man nicht mehr wie früher, wenn ich irgendwo hinkam, oder ist man nicht in Bezug, Mittelpunkt will ich nicht sagen, aber ich wurde dann doch wahrgenommen. Dieses Wahrgenommenwerden. Ja? Wahrgenommen als Person, aber besonders auch als Frau. Als Person werde ich immer noch wahrgenommen. Als Frau ist ein anderes Thema. Ja? Aber ich habe angefangen, dass ich mir gerne die Männer anschaue. Ich finde das eine totale Freiheit. Ich finde es sehr, sehr schön, dass ich mir heute einen Mann ganz offen und interessiert anschauen kann, ohne in diese komische Verdächtigung zu kommen, ich will was von dem. Ich finde, das ist auch ein Freibrief. Das gefällt mir sehr gut. Und ich schaue mir heute sehr viele Männer an, junge, ältere, ja, doch, das ist Freiraum des weiblichen Älterwerdens. Endlich die Männer sich mal anzuschauen, wie wir vielleicht früher immer von ihnen angeschaut wurden, aber ohne Begierde und ohne sie zu wollen, sondern ja, männlich sein. Ich tanke männlich sein. Ich tanke männlich sein, im wahrsten Sinne des Wortes. Männer sind für mich, ja, was Schönes. Immer gewesen, und im Alter sind sie in Jung und Alt und in allen Blicken des Männlichen vorhanden. Natürlich gibt es auch unschöne Männer, aber die muss ich mir ja nicht unbedingt angucken. Ja? Und sonst würde ich zum Thema Alter sagen, ist es eine Erleichterung insgesamt, wenn ich nicht mein, sondern ich los, immer mehr loslassen kann von dem unbedingt im Weiblichen gesehen werden. Das ist natürlich ein Prozess. Und manchmal hänge ich in dem Prozess auch jetzt noch drin. Und dann, wenn ich dann nicht losgelassen habe, merke ich schon, du gehst mit jemandem irgendwo und wird nur die 20 Jahre jünger ist oder 10 Jahre jünger ist, neben dir gesehen, weil sie jetzt mal ganz blonde Haare hat oder irgendwie ganz besonders jung noch ist. Schlucke ich schon, aber werde mir dessen schnell bewusst, dass ich diese Jahre auch hatte. Dumm finde ich das, und das finde ich so schade, dass man das, wenn man gesehen wird und begehrt wird und gemocht wird, niemals so schätzen, achten und wahrnimmt zu der Zeit, wenn man es könnte. Ja? Das finde ich, ja, das finde ich schade. Eine Zeit lang ist es selbstverständlich und dann ist es irgendwann nicht mehr. Das ist nur selbstverständlich. Oder was auch passieren kann, dass man sich selber gar nicht so sieht oder wahrnimmt oder einschätzt. Und erst später, wenn man von sich selber etwas sieht, denkt man, das warst du oder so hast du ausgesehen. Du warst ja gar nicht so oder so oder so. Ne? Also diese Bewertungen, die wir ständig haben, wenn wir uns messen und mit anderen vergleichen, die fallen im Alter weg, weil es keine Chance mehr hat. Es gibt schon welche, die dann sagen, ich bin ohne Falten oder die hat das und das. Aber insgesamt fällt es weg. Das Menschsein tritt mehr in den Vordergrund. Auch das geistige Interesse tritt mehr in den Vordergrund. Und das ist ein riesen Reichtum im Alter. Die Welt ist doch offen. Wir haben doch alles, die wir uns mit dem Kopf noch befassen können, mit dem Herzen noch dabei sein können. Der Körper, ja gut, das ist eben der Prozess. Mhm.